So Leute, Skier sind gewachst. Das ist jetzt eigentlich ein Selbstgänger. Aber so kann ich natürlich nicht auf die Piste. Da würden die anderen ja gucken. Deswegen muss ich jetzt einmal rein in die Zauberkugel. Hey! So. Ah, komische Zauberkugel. Ja, dann kannst du jetzt losgehen mit der 1000-Euro-Challenge von Roland, der sagt, dass wir es nicht schaffen, oder ich es nicht schaffe, in 7 Stunden 17 Kilometer zu laufen mit Langlaufskiern hier im schneefreien Kiel. Ja, also los! Skier vielleicht noch. Hast du das gesehen? Was ja viele Leute unterschätzen, sind die Pausen. Ja, also das ist ganz wichtig, sonst hat man hier Hungerast, deswegen gibt es hier erstmal eine Banane. Ah, 1000-Euro-Challenge. Die bleiben hier. Aber vielleicht soll ich dann noch irgendwann mal weitermachen. Ne? Wie viel habe ich? Ja, gut. So, ich brauche mal ein paar leichte Kilometer und dafür habe ich mir mal ein bisschen Hilfe geholt. Und wer hilft da? Natürlich unser Freund der Hund. Und jetzt habe ich mir so einen Schlittenhund hier mal besorgt. Ich glaube, ein Husky, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall was Weißes. Komm, los jetzt! Elli, komm! Ah ja. Ich weiß nicht. Langsam finde ich es auch nicht mehr so ganz cool und lustig. Du brauchst gar nicht so blöd lachen. Ja. Jetzt zeig dich mal lieber, du bist doch ein richtiges Kamerakind. Guck mal, als wir losgelaufen sind, war er noch glatt rasiert. Oh, hallo. Ja, hier, guck mal. In meinem schlauen Täschchen. 4 Stunden, 44 Minuten und 20 Sekunden Distanz. Oh, viel zu weit gelaufen. 17,07. Alter Schwede. Und Kalorien habe ich auch verbrannt. 1000-Euro-Challenge gewonnen. Und kaputt. So, ihr kleinen Skihasen. Ja, 17 Kilometer, bummelig 5 Stunden und ganz schön viele Begegnungen später sitze ich hier, bin ehrlich gesagt ganz schön im Arsch. Die Skier auch. Die sehen nicht mehr so ganz neu aus. Aber die 1000-Euro-Challenge ist gewonnen. Die Kohle bleibt hier. Roland, sorry. Aber was soll man machen, ne? Wenn ihr bei YouTube gerade seid, dann seht ihr hier und hier noch weitere 1000-Euro-Challenges. Ihr könnt natürlich auch immer fleißig kommentieren und auch gerne eure 1000-Euro-Challenge hier drunter posten. Hier oben kann man abonnieren. Und hier steht mein Bier. Denn es ist Zeit für Après-Ski. So, Prost! Oh.